Eine Frachtmaschine startet in Amsterdam. Sie steigt über der dicht besiedelten Stadt auf. Plötzlich erschüttert ein schwerer Stoß das Flugzeug. 8 Minuten später schlägt der Jumbojet in einen Wohnblock ein. Wie konnte ein Routineflug im größten Flugzeugunglück Hollands enden? Mit Hilfe moderner Computersimulationen können wir heute die Absturzursache für El Al Flug 1862 offenlegen. Katastrophen geschehen nicht einfach. Sie sind das Ergebnis einer Kette unglücklicher Ereignisse. Europa. Niederlande. Amsterdam. 15 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegt Schiphol, einer der verkehrsreichsten Airports der Welt. Hier starten und landen jeden Tag über 600 Flugzeuge. Schiphol ist auch eine Drehscheibe für den Frachtverkehr. Sonntag, 4. Oktober 1992. Es ist 14.40 Uhr. Diese Amateuraufnahmen zeigen eine israelische Frachtmaschine vom Typ Boeing 747, die gerade aus New York ankommt. Bevor sie als El Al Flug 1862 nach Tel Aviv weiterfliegt, nimmt sie noch Ladung auf und wird betankt. 15 Uhr. Die Fracht wird an Bord genommen. Jerry Plettenberg von El Al ist der zuständige Lademeister. Heute werden Konsumgüter geladen, doch einige Kisten sind als Gefahrgüter gekennzeichnet. Jerry weiß ziemlich genau, was darin ist. Auf den Frachtflügen der El Al wird viel militärisches Material bewegt. Apache-Kampfhubschrauber, Radarausrüstung, Tragflächen, Raketen, Triebwerke für Jagdflugzeuge. Diese Waffen benötigt die israelische Armee in ihrem schon 45 Jahre währenden Kampf mit den militanten Palästinensern. Dadurch sind die Maschinen der El Al ein bevorzugtes Ziel arabischer Terroristen. Vor 7 Jahren schossen Attentäter auf die Warteschlangen vor den El Al-Schaltern in Rom und Wien. Dabei starben 19 Menschen. Die Fluglinie rechnet jederzeit mit neuen Anschlägen. Bewaffnete Sicherheitskräfte bewachen Flugzeuge und Personal. Bevor es an Bord geht, durchläuft jedes Frachtstück eine Druckkammer, die versteckte Bomben detonieren lässt. . 17:20 Uhr. Flug 1862 hat alle Sicherheitschecks bestanden. Die Besatzung trifft ein und bereitet sich auf den Flug vor. Die 747 ist 13 Jahre alt, doch auf sie warten noch mindestens 5 Arbeitsjahre, bevor sie außer Dienst gestellt wird. Das Kommando hat der 59-jährige Kapitän Itzhak Fuchs. Wie viele Piloten der El Al hat er früher in der israelischen Luftwaffe gedient. Er verfügt über 25.000 Flugstunden Erfahrung. Kapitän Fuchs war ein mustergültiger Pilot. Noch in Badehosen hätten sie ihm angesehen, dass er Flugkapitän ist. Mit Fuchs fliegen Bordingenieur Gedeleia Sofer und Co-Pilot Arnon Ohad, der jüngste der Mannschaft. Gerade 32 Jahre alt fliegt er erst seit einem knappen Jahr Jumbojets. Fluglotsin Henriette von Oppinen wird den Start von Flug 1862 überwachen. An Wochentagen fertigt sie bis zu 200 Flüge ab. Doch sonntags nachmittags ist wenig los. Heute scheint es keine Probleme zu geben. Die Wetterbedingungen waren fantastisch. Die Sicht war hervorragend. Die Flugstraßen nach Schiphol führen über dicht besiedelte Gebiete von Amsterdam. Auch über die 13 Kilometer weiter östlich gelegene Vorstadt De Bijlmer. In deren Zentrum liegt der Groeneveen-Wohnblock. Hier leben fast 2000 Menschen. Darunter auch die Krankenschwester Marlene Trudemann mit ihrem Sohn Guillermo. Jeden Tag zogen Flugzeuge über uns. Daran gewöhnt man sich.
In 5 Tagen wird Guillermo seinen 17. Geburtstag feiern. Er ist ein typischer Teenager. Er interessiert sich für Pop- und Kampfkunstfilme. Doch heute ist er mit seiner Mutter in der Kirche gewesen. Die Wohnung der Trödemanns liegt auf der 5. Etage des Kronevenblocks. Marlena und ihr Mann Stanley stammen aus der ehemaligen niederländischen Kolonie Suriname in Südamerika. Ihre 14 Jahre alte Tochter Graciela ist ein beliebtes Mädchen und eine gute Schülerin. Immer glücklich, immer ein Lächeln auf den Lippen und für jeden ein gutes Wort. Wort. 18 Uhr. Auf der Startbahn 1 des Flughafens Schiphol startet Kapitän Fuchs die 4 Triebwerke seiner 747. LAL 1862 bereit zum Taxi. Er übergibt an Arnon Ohad, seinen jungen Co-Piloten, damit dieser Erfahrung mit der 747 sammeln kann. Der vollbeladene Jumbojet wiegt 338 Tonnen. Das schwere Flugzeug benötigte einen langen Startweg. Es stieg nur ganz langsam auf. 6 Minuten nach dem Start wendet sich El Al 1862 über den Randgebieten Amsterdams nach Osten. Guten Abend, wir passieren gerade 040. 18.27 Uhr und 30 Sekunden. Die Triebwerke laufen noch mit vollem Schub, als der Jumbo 2100 Meter Höhe erreicht. Alles läuft präzise wie ein Uhrwerk. Die Crew macht es sich für den Flug nach Tel Aviv bequem. In weniger als 5 Stunden werden sie daheim bei ihren Familien sein. Plötzlich wird die Maschine von einem fürchterlichen Schlag erschüttert. Sie verliert an Höhe und kippt zur rechten Seite ab. Flugveteran Kapitän Fuchs ergreift das Steuer. Ich hab sie. Angestrengt versucht er, den Jumbo zu stabilisieren. Schafft er dies nicht, wird die Maschine unkontrollierbar ins Trudeln geraten. LL 1862, Mayday, Mayday, wir haben einen Notfall. Nach 30 Sekunden gelingt es Kapitän Fuchs, den Jumbo wieder in eine stabile Fluglage zu bringen. Verzweifelt prüft Bordingenieur Sofer seine Kontrollanzeigen, um die Ursache herauszufinden. Sekunden später ein neues Problem. Die Anzeigen signalisieren den Ausfall beider Triebwerke der rechten Seite. Eines von ihnen brennt. Triebwerk Nummer 3 brennt. Feuer in Triebwerk 3. Mayday, Mayday, Mayday! Das ist der Albtraum eines jeden Piloten. Kapitän Fuchs muss schnellstens für eine Notlandung nach Schiphol zurückkehren. Er sagt Co-Pilot Ohad, dass er die längste Landebahn des Airports braucht. Wir bitten um 2-7 für Landung. Die Flugverkehrsüberwachung erlaubt dem Jumbo die Rückkehr nach Schiphol. In diesem Fall ist 360 die Richtung. Richtung 360. Roger. Der Weg zur Landebahn 2-7 führt das Flugzeug über den Stadtteil De Bilmer, in dem die Familie Trödemann lebt. Wie alle anderen ahnen auch sie nichts von dem Drama, das sich über ihren Köpfen abspielt. LAL 1862, eine vollbeladene Boeing 747, ist schwer beschädigt und verliert schnell an Höhe. LAL 1862, Mayday, Mayday, das ist ein Notfall. 18.30 Uhr. Die Feuerwehr geht auf dem Flughafen Schiphol in Stellung. Der Jumbo soll hier in knapp 10 Minuten landen. Die 747 muss über Amsterdam eine Schleife drehen, um die richtige Höhe und Ausrichtung für die Landung zu erreichen. Der Landeanflug führt sie über den Grunewen-Wohnkomplex, wo die Trödemanns leben. Marlena und Stanley wollen einen Freund in der Nähe besuchen. Sie sagen ihren Kindern Guillermo und Graciela, dass sie bald zurück sind. Uhr 33 und 35 Sekunden. Fluglotse Henk Tabrake erteilt dem beschädigten Jumbo die Landeerlaubnis für Bahn 2-7. Okay, noch etwa 23 Kilometer bis zur Landung. Ihr regelt die Geschwindigkeit.
Die 747 ist noch 2 Minuten von De Bijlmer entfernt. Marlena und Stanley sind auf dem Weg zu ihrem Freund. Es ist ein typischer Sonntagnachmittag. Viele Menschen sind mit ihren Familien daheim. Die Atmosphäre war ganz entspannt. Die Kinder spielten, die Leute gingen spazieren. In diesem Moment zieht Kapitän Fuchs seine Maschine leicht nach oben, um sie für die Landung abzubremsen. Sofort kippt das Flugzeug wieder nach rechts ab. Er reißt das Ruder ganz nach links, doch die Maschine reagiert kaum. Co-Pilot Ohad alarmiert Schiphol. Wir haben Probleme mit dem Steuer. Auch noch Steuerungsprobleme. Ter Brake läuft es eiskalt den Rücken herunter. Sofort informiert er seine Kollegin Henriette von Oppinen. Über Funk fasste Henk für mich alles mit den Worten zusammen. Die Lage ist sehr, sehr ernst. 90 Sekunden später. Fuchs kämpft weiter gegen das Abkippen nach rechts an. Doch es wird immer schlimmer und die Maschine verliert rapide an Höhe. Bis zum Stadtteil De Bijlmer sind es nur noch Sekunden. Ohne sich einer Gefahr bewusst zu sein, haben Marlena und Stanley die Wohnung ihres Freundes fast erreicht. Guillermo und Graciella haben es sich zu Hause gemütlich gemacht. 4 Stockwerke über ihnen, am anderen Ende des Wohnblocks, hört der 31 Jahre alte André Boos das Getöse des anfliegenden Jumbos. Der Lärm wurde immer größer und steigerte sich schließlich zu einem Brüllen. Plötzlich kippt die Maschine 90 Grad nach rechts. Der Jumbo trudelt auf De Bijlmer zu. Landeklappen raus, Fahrwerk ausfahren. Wir stürzen ab. Der Lärm der Triebwerke ist nun ohrenbetäubend. André greift zum Telefon und will die Notrufnummer wählen. Sekunden später wird nur Meter vor seinem Haus ein Albtraum Realität. Ich sah auf das Fahrwerk, als sie direkt an meinem Balkon vorbeiflogen. Marlena und Stanley kommen gerade bei ihrem Freund an. In seiner Wohnung im 10. Stock bereitet der 36-jährige Bankangestellte Rinus der Hahn gerade sein Abendessen zu. Auf ein Kreischen seiner Katze hin tritt er auf den Balkon. Der Anblick lässt ihn versteinern. Der Jumbo rast direkt auf seinen Wohnblock zu. Mein ganzes Leben zog in diesem Augenblick an mir vorbei. Ja, ich dachte, das wär's. Uhr 35 und 42 Sekunden. El Al 1862 schlägt in die 6. Etage des 11-stöckigen Wohnblocks ein. Ich hörte ein gewaltiges Getöse, als hätte jemand eine Tür zugeschlagen, ein riesiger Knall. Rinus wird bei dem Einschlag bewusstlos. Brennendes Kerosin regnet auf Dutzende Wohnungen herab. Der hintere Teil des Jumbos ragt aus der 6. Etage heraus. Dann kollabieren die Etagen darunter. Der Lärm kam aus der Richtung von Marlena und Stanleys Wohnung. Von dort, wo sie vor Minuten ihre Kinder zurückgelassen haben. Angstgepeitscht läuft das Paar zurück. Was ist in ihrem Wohngebiet Schreckliches passiert? Sind Guillermo und Graciella in Gefahr?